Hi, ihr habt es der Überschrift schon entnommen. Es geht um meine Alpen-Challenge. Es geht darum, den Habicht in den Stubaier Alpen zu besteigen. Und wie das werden kann, das seht ihr in diesem Video. Ja, ihr habt die Eindrücke jetzt gesehen. Ein wunderbarer Berg, eine wunderbare Panoramavielfalt da außenrum. Der steht sehr, sehr erhaben und man hat einen tollen Weitblick. Und die Bilder, die ich da entnommen habe, da möchte ich gleich mal Danke sagen an den Tobi von Alpine Fex und natürlich auch an den Philipp am Berg. Die haben diese Bilder dort oben am Habicht gemacht und ich habe die jetzt mal entliehen, um euch einen Eindruck zu vermitteln, wie toll die Tour werden kann. Ich hoffe, ich habe natürlich auch so tolles Wetter und bin mal ganz schön gespannt. Ich weiß natürlich, ein Großteil der Leute von euch möchte natürlich gerne Paddeltouren sehen oder ihr möchtet meine Basteleien sehen. Aber wie gesagt, für mich, für Natur erleben, gehört natürlich auch mal dazu, in die Berge zu gehen. Und lange habe ich es schon vor, mal wieder in die Alpen zu kommen. Also nicht traurig sein. Es gibt ein paar Videos zwischen Reihen, aber dann geht es natürlich auch weiter mit Boots, Trekking und Bastelunternehmungen meinerseits. Jetzt aber erstmal zum Habicht. Ein Berg in den Stubaier Alpen. 3277 Meter hoch und diesen möchte ich als Tagestour besteigen. Das heißt, 4000 Höhenmeter in Auf- und Abstieg warten dort auf mich. Und was für Rahmenbedingungen dieser Berg hergibt, das sage ich euch in diesem Video. Ja, als Rahmenbedingung kann ich einfach noch sagen, ich möchte vom Tal, von Gschnitz aus, direkt aufsteigen. Von dort aus geht es erstmal 1000 Höhenmeter hinauf bis zur Innsbrucker Hütte. Es ist veranschlagt etwa 3 Stunden. Mal schauen, wie schnell ich da hochkomme. Ich werde in jedem Fall schon im Dunkeln mit Stirnlampe starten, um einfach ein klein bisschen Puffer zu haben. Gerade wenn die Gewitterneigung am Nachmittag etwas zunimmt, dann habe ich es ganz relaxed. Und von der Innsbrucker Hütte geht es dann nochmal 3 Stunden weiter nach den Angaben bis hoch auf den Gipfel. Mich erwartet dort oben sehr, sehr starkes Blockgelände. Im unteren Bereich werden sehr, sehr viel Serpentin auf mich warten. Jeweils ein sehr, sehr steiles Gelände. Es gibt auch noch größere Schneefelder bzw. Reste vom Gletscher. Die können aber umgehen werden, dass ich mit großer Wahrscheinlichkeit sehr, sehr wenig Schneekontakt haben werde. Ich werde in jedem Fall meine Grödeln dabei haben, safe is safe. Aber so muss man sich das vorstellen. Von den Abstieg sind nochmal 4,5 Stunden veranschlagt. Das heißt, nach dem, was die Vorgabe mal hergibt, rechne ich mal so mit 10,5, 11 Stunden. Nach meinen Vorbereitungstouren muss ich mal sehen, ob ich in diesem Rahmen bleibe, ob ich eventuell auch schneller gehen kann. Das ist die Frage, was die Höhe mit mir macht, denn ab 2500, 3000 Meter wird es denn doch ein bisschen dünner von der Luft und ich bin gespannt, wie das werden kann. Also insgesamt erwarten mich 4000 Höhenmeter in Auf- und Abstieg und ich bin total gespannt und es geht nächste Woche los und ihr seht jetzt morgen mein Vorbereitungsvideo für diese Tour. Wie habe ich mich geschlagen? Die ersten 1000 Höhenmeter in steilem Aufstieg. Seid gespannt. Morgen kommt das Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis dann. Tschüss.